Nee, Stahlträger. Auf die Art rutscht das Seil von der Stange ab, wenn man daran zieht. Moment, 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 Moment. Vielleicht kann man hier irgendwie mit so einem Drecksding da irgendwas machen. Ich weiß ja nicht. Sieht nicht so aus, aber... Eventuell klappt's. Wir gucken mal. Ich denke, hier komme ich auch mit weniger Gewalt aus. Dann nehmen wir die Seife. Bestimmt nicht. Okay. Messer. Auf keinen Fall. Es ist so schon reichlich kurz. Weiß nicht. Ja, ich weiß auch nicht, siehst du, ne? Aber okay. Dieses Seil hat Delvin mit der Harpune nach oben geschossen. Wie soll ich die beiden damit hochziehen? Ja, also es hat definitiv was mit der Karre jetzt zu tun. Die Frage ist einfach nur, wie was uns die Karre jetzt bringt, wenn sie die eh mal wieder ausmacht. Weiß nicht. Solche Fahrzeuge kenne ich sehr gut. Über die habe ich viel gelesen. Alles klar. Nein. Nein. Nee. Nee. Damit? Auch nicht. Ach, da ist ein Schlammhaufen. Die Hinterachse ist mit Schlamm bedeckt. Ja, sag das doch, Kind. Mit bloßen Händen kann ich den Schlamm nicht abtragen. Deswegen hast du doch immer gesagt, dass das ja auch eine Art Schaufel sein könnte. Jetzt macht alles Sinn. Ja, damit sollte ich die Hinterachse vom Schlamm befreien können. Ich habe das erst gar nicht gesehen, dass da unten so eine Grütze liegt. Alles klar, jetzt haben wir da so eine Felge. Hinterachse. Das Hinterrad liegt jetzt frei. Jetzt kann man das Seil mit dem Dingens da dran machen und dann das Auto also anmachen und dann, die Hinterachse, also den Antrieb des Wagens zum Hochziehen benutzen. So, hält. Alles klar. Der Schlüssel steckt. Mal gucken. Du springst tatsächlich noch an, aber ich stelle es erstmal wieder ab. Aber warum denn? Ist doch alles wunderbar. Ich gehe erstmal noch da hinten hin. Vielleicht haben die ja noch einen Tipp für mich. Ich dachte jetzt, ja, Auto anmachen, Gaspedal drücken oder irgendwie sowas in der Art. Dann haben wir das, aber nee. Ich hab das Seil! Was jetzt? Schau dich um! Du musst es irgendwo befestigen, um uns hochziehen zu können! Ja, hab ich doch gemacht. Ah, ich hab eine Idee, Moment. Vielleicht kann man ja nochmal diese Felge da drauf stöpseln. Ich weiß nicht, was es bringen könnte, aber eventuell klappt das dann. Das Hinterrad liegt jetzt frei. So? Nein, da habe ich sie doch gerade her. Okay, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass ich das reparieren könnte. Aber mit etwas Glück ist das auch gar nicht nötig. Der Schlüssel steckt. Dieses Fahrzeug könnte tatsächlich noch funktionieren. Der Automotor könnte genug Kraft haben, die beiden hochzuziehen. Aber das Seil könnte reißen, wenn es dabei über den Stein schabt. Besser, ich überlege mir da noch was. Ah, jetzt können wir vielleicht die Seife dafür benutzen, damit das Seil halt so eine etwas glitschige Masse darunter hat. Siff das doch mal damit ein. Geht das nicht irgendwie mit dem Seil? Ach nee. Warte mal eben. Seil aufnehmen. Wie kann ich das jetzt mit dieser Dreckseife da zusammenstöpseln? Das muss doch irgendwie gehen. Ein trockenes Stück Seife. Hat Seife eigentlich ein Verfallsdatum? Trocken. Es ist trocken. Vielleicht hier irgendwie, dass man es ein bisschen damit so nass macht, damit es vielleicht so ein bisschen halt dann glitschig wird. Damit könnte das vielleicht funktionieren. Nein. Das mache ich bestimmt nicht noch einmal. Da sagt sie uns genau, wo der Hammer hängt, nämlich nein. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück weiter.
Und ich frage mich halt, also ist es natürlich jetzt logisch, dass man die Seife irgendwie mit diesem Seil zusammenbringen muss, damit das über, also damit hier so eine, ja, so eine Art Ölspur ist, damit das Seil da ungehindert rüber laufen kann. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht am Stahlträger ein bisschen Seife dran schmieren. Geht auch nicht. Ein Teil der Brückenkonstruktion. Und fertig ist eine Laufrolle. Ach, so geht das. Okay. Das war jetzt nochmal so probeweise. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, was das bringen könnte. Ah, das macht natürlich auch Sinn. Jetzt einfach das Seil dann halt zu spannen über diese Laufrolle. Und dann halt, dass es gar nicht den Boden erst berührt. Also ohne diese blöde Seife. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass man die Seife dafür benutzen muss, damit das Seil darüber anläuft. Aber gut. Ich habe das Seil über die Felge gelegt. Jetzt aktiviere ich nochmal die Karre. Ich war mir eben so sicher, dass das mit der Seife was zu tun haben muss, weil Seife so ein bisschen schmierig ist und dann so... Na, aber gut. Der Schlüssel steckt. Na dann, los geht's. Es hat also geklappt. Wunderbar. Und so kam es zur Wiedervereinigung mit Salvador und Delvin. Der Weg zurück zum Global war die Hölle. Also wirklich. Ich kenne ja die Theorien zum Klimawandel. Und ich bin weiß Gott auch der Ansicht, dass etwas getan werden muss. Aber ich verstehe nicht, warum Sie sich diese lächerliche Geschichte ausdenken. Es ist die Wahrheit. San Francisco unter Wasser? Tornados in Europa? Und das alles schon 2050? Lächerlich. So, jetzt müssen wir also jetzt hier antworten. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das hier. Ihr könnt nicht einmal voraussagen, welches Wetter in einer Woche ist und haltet ein halbes Jahrhundert für zu kurz? Allerdings. Man dreht sich nur einmal kurz um und schon sind 10 Jahre verstrichen. Das Kind ist groß, die Frau ist krank und... Ach... Und die Pole sind geschmolzen. Eben. Eben nicht. Die Welt ist konstant. Es sind nur die Menschen, die sich ändern. Wenn es doch so wäre. So, jetzt nehmen wir mal den anderen Dingens hier zur Auswahl, den anderen Satz, weil wir auch nichts anderes mehr haben. Ist ja logisch, ne? Also, wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Wir benutzen eine andere Zeitrechnung als ihr. Vielleicht meinte ich auch 2500. Na, wenn das so ist, können Sie sich doch auch getrost an meinen Sohn wenden. Er führt meine Forschungen weiter. Er ist der Svensson, den Sie suchen. Warte, ich bin mir doch sicher. Es war 2050. Hören Sie, ich kenne die Studien. Mein Gott, ich habe selbst welche verfasst. 2050 ist Humbug. Wie der Rest Ihrer Geschichte. Wie gesagt, wir waren auch überrascht. Oh Mann, Sie haben Ihre Rolle wirklich gut einstudiert. Also dann, willkommen im 20. Jahrhundert. Fahren Sie fort. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Dazu wollte ich ja gerade kommen. Wie gesagt, der Rückweg zur anderen Zeitkapsel war eine Tortur. Ich hoffe, die Geschichte hat auch eine Pointe. Soll ich jetzt weitererzählen? Kommt drauf an. Wie lange dauert es denn noch? Na gut, wie du willst. Ich kürze die Geschichte etwas ab. Wir hatten also schließlich das Global erreicht. Mittlerweile war es Nacht. Und wir beschlossen, in den Ruinen Quartier zu beziehen. Kapitel 2. Eine Nacht im Global. Wow. Das war spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Hast du nichts zu tun? Das hier ist kein Lagerfeuer, Funker. Komm schon, Salvador. Ich finde, ich habe ein wenig Anerkennung verdient. Ich meine, erst die Aktion mit dem Kran und dann auf dem Rückweg auch noch diese Geschichte mit den Alligatoren. Alligatoren? Ich bitte Sie. Du wolltest die Geschichte ja nicht hören. Ach, verdammt! Gibt es Probleme, Delvin? Mehr als genug. Ich denke aber, wir kriegen die Kapsel tatsächlich noch einmal startklar. Es ist nur eben nicht ungefährlich. Darauf können wir keine Rücksicht nehmen. So, jetzt sind wir also jetzt hier wieder vereint mit unseren beiden Kollegen. Ja, der Herr Svensson glaubt unsere Geschichte natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es glauben würde. Es klingt schon alles sehr ungläubig, aber gut.
Ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich eine kleine Aufnahmepause. Ich denke, wir haben jetzt hier den großen Klumpen schon geschafft, was hier die Rettung von den beiden Kollegen anbetrifft. Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.